Hallo miteinander und willkommen zurück zu Lens Island. Tag 13 unserer Gefangenschaft auf dieser höllischen Insel. Genau so ist das hier. Ich habe ein bisschen weitergemacht, damit wir jetzt in der wahrscheinlich erstmal letzten Folge der Miniserie uns ein paar Sachen noch angucken können. Zum einen habe ich hier mal das Zeug zusammengesammelt, wie angekündigt, dass wir direkt hier upgraden können. Was ich aber auch gemacht habe, das seht ihr hier auch schon. Ich habe hier ein Schild in der Hand. Ich habe auch einen coolen Speer. Ja, den werden wir auch mal gleich testen. Den kann man auch gleichzeitig mit dem Schild führen. Und ihr seht hier unten, ne, mit T können wir uns schützen. Bin ich mal gespannt, wie das laufen wird. Dann haben wir mit dem Schwert, mit dem Speer auch so eine weite Attacke. Ich habe halt auch alles andere. Ne? Also wir können uns jetzt theoretisch dann quasi bedienen. Aus dem vollen Arsenal. Das normale Schwert habe ich auch. Muss auch mal testen. Aber ich denke, ich finde jetzt ehrlich gesagt die Speergeschichte interessanter. Warum auch immer. Hast die Dinge ja bei Bannerlord eigentlich, weil sie im Nahkampf echt. Du, der alte Falltür. Da steht hier. Tür, Fall, Falltür. Okay, ich sag ja schon gar nichts mehr. Ja, dann lass mal ernten hier, ne? Das sieht eigentlich aus, als seien die gar nicht fertig. Okay, die sind übelst mature hier. Okay, alles klar. Dann versuchen wir unser Glück hier. Einmal. Oh Gott. Wir werden ein Bärenmagnat werden. Das wird großartig. So, hier wird es natürlich wieder schwierig. Das Weizen braucht Ewigkeiten, aber bestimmt ist das total ergiebig und gut dann. Ja, wir nehmen auch mal die Kürbisse hier mit direkt. Ich frage mich, ob dieses andere Zeug mehr gibt. Wir machen das hier mal ganz kurz. Das Ganze einpflanzen und alles. Hier Watermelons, ja, du hast dann hier 20 Pumpkins. Wir müssen... Ich meine, wir können... Ja, das Esszeug auch einfach verkaufen. So ist das ja nicht. So, dann erhöhen wir mal hier den Yield. Ein paar Paradeberries nehmen wir auch nochmal mit. Ja, komm, machen wir ein bisschen Lavender hier. Lavender, Lavendel, was auch immer. Aber jetzt haben wir uns genug auf die Folter gespannt. Upgrade! Cool. So, jetzt haben wir neue Sachen hier. Ach, das sind dieselben Ressourcen fürs nächste Level. Heißt das aber, wir können noch nichts Neues herstellen? Also im Sinne von... Was? Warte, du bist ein Half-Railing? Ich bin nicht am gespanntesten darauf. So, was haben wir jetzt denn hier bei den Werkbänken? Place to store. Okay, damit können wir unsere Tools überall hinpacken, ne? Ah, ein Waffending auch. Okay, okay. Oh. Map of the Town. The world really is flat. Here's your proof. Okay. Ein Grammophon. Ist eine Karte, die ich schon mitnehmen, wa? Map of the Town unlocked. So, kann ich mir die jetzt bauen oder wie schaut denn das jetzt aus? Wir haben einen Wasserturm. Ah, der verteilt Wasser an Crops in der Nähe. Aber wir könnten in der Nähe von einem Well oder Windmill für automatisches Wasser... Okay, das ist ja sehr nice. Und das sind jetzt wahrscheinlich die Lettuce Farm. Vertical Wooden Framework for Wein. Ja. Endlich Wein! Was brauchen wir denn für den Spaß hier? Warte mal, ich soll es vielleicht erstmal freischalten. Habe ich jetzt meine ganzen... Habe ich. Scheiße. Naja, ich schätze, wir müssen dann wieder mal runter in die Dungeons, hä? Weil das kriegen wir hier nämlich einfach mal nicht raus. Von dem anderen Zeug, jetzt habe ich echt die Karte freigeschaltet. Kann ich die denn... So, rein von der Logik her, hier ein bisschen Holz und da... Ja, okay, das können wir uns bauen. Uns geht jetzt zwar so ein bisschen der Platz aus, wenn man so ganz ehrlich ist. Da war dann schon das richtige Ding hier. Ja, und ich sollte... Warte mal, dann sind die auch schon fertig. Okay.
Ja, pack das mal hier alles ein. Dann können wir uns hier eine ganze Parzelle von dem Zeug machen, aber nicht wirklich. So. Oh wow, der Output ist ja massiv. Okay. Gut, gut, gut. Trotzdessen müssen wir, ich weiß, ich bin ein bisschen hier wieder nicht optimiert unterwegs, nennen wir es mal so, ja. So, einmal bitte gießen. Gießen, gießen. Ich kann doch noch was rein, oder? Da auch. Genau so. Ja, also jetzt können wir natürlich dann auch noch die Grapes demnächst einjinxen. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir auch weiter. Also ich weiß nicht, ob wir zu Deck weitermachen, weil ich hatte nämlich noch ein anderes Spiel, was auch noch so ein bisschen in die Baurichtung geht. Wozu ich auch noch mal eine Serie machen wollte. Aber das macht mir ehrlich gesagt erstaunlich viel Spaß. Tengen kann seitdem viel besser schlafen, das freut mich auch sehr. Ich meine, alles für meine Abonnenten, ganz klar. Kann ich doch gar nicht aufhören eigentlich, wa? Wie könnte ich denn das mir verantworten? Selbst. Gar nicht, ne? Also, eigentlich. So, wie ein echter Wikinger. Behalten wir natürlich das Schild jetzt in der Hand. So, an Holz sollte das schon mal reichen. Jetzt habe ich kein Sickle hier dabei. Kann ich eigentlich die... Ja, ich kann sie auch damit wegpieksen. Jetzt sind wir mal etwas unorthodox, die Axt hier. So, warte mal, das reicht doch eigentlich. Ja, genau. Dann bleibt nur die Frage, wo wir das hier hinstellen, weil so viel Platz haben wir ja jetzt eigentlich nicht mehr. Beziehungsweise eigentlich haben wir gar keinen Platz mehr. Jetzt habe ich echt einen Fass aufgemacht, ne? Ich hätte ja ganz gerne so eine Brücke hier eigentlich, ne? Ich möchte nach oben gehen. So, warte mal, wenn ich... Ich überlege gerade. Alt Wheel Up. Das ist das Maximum, wie hoch es geht. Ich glaube, es ist, glaube ich, relativ klar, was ich hier so versuche. Ich will halt so ein... Ja. Ich werde vermeiden, dass hier das hier zugestellt wird. Die gehen alle in die falsche Richtung. Ja, das will er so nicht machen. Das ist eine Rampe quasi. Ist eigentlich the dream, ne? Dieses schöne Fenster, ne? Oh ja, hier drin. Genauso machen wir das. Ah, oder hier so ein Balkönchen. Aber nein, wir lassen uns ablenken. Und eigentlich brauchen wir einfach mehr Platz. So, ich kann jetzt... Nee, warte mal, ich muss es ja anders machen, ne? Ich muss einfach... Ich meine, ich krieg das niemals rangesnappt. Das ist ein bisschen das Problem. Warte mal, ich hab einen absolut sicheren Plan. Wir stellen das Ding einfach hier oben drauf. So. Bald wird hier ein Raum stehen, ja? Und machen wir das halt irgendwie, keine Ahnung. Nicht so? So, und können wir jetzt irgendwas machen hier? Ich kann sie nicht mal sehen, ehrlich gesagt. Es ist die Karte der Stadt, ja? Dachte ich, das sei ein Feature, ne? Aber nein. So. Also, der Speer in der Hand. Wir brauchen Zeug. Gießkanne brauchen wir jetzt erstmal nicht. Pack mal die Bären da unten rein. Von den Bären können wir uns noch tagelang ernähren. Warte mal, 18? Nee. Wir haben viel mehr. Ja. Wir können nur maximal 25 da unten reinpacken. Da war ich jetzt kurz mal ein wenig betrübt. Was ich übrigens auch gemacht habe. Ich bin ja nochmal außen. Wir können das nochmal überprüfen. Das ist jetzt natürlich hier drin gar nicht so lange her. Aber ich bilde mir ein, dass diese Fässer, aus denen man das Zeug rauskriegen kann, also diese Scrap Metal, dass die hier auch spawnen außenrum.
Das kann, also, dass die nachspawnen, meine ich. Ja, weil ich habe ja. Ja, guck mal, hier ist Nummer eins. Ich habe ja schon mal irgendwann ja so einen Run gemacht, wo ich die allein gesammelt habe. Hat das jetzt dann für unsere Zwecke dann natürlich nochmal wiederholt. Ja, hier schön. Sonnenuntergang. Am Strand entlang laufen. Barfüßig. Unfassbar einfach. Achso, was ich noch gefunden habe, das wollte ich euch zeigen. Da können wir eigentlich mal hingehen jetzt. Ich habe nämlich genau bei diesem Fässersuchen noch was gefunden. Hier drüben ist noch ein Fass. Hier ist übrigens auch nochmal eine Brücke, die woanders dann hinführen wird. Aber deswegen sind wir nicht hier. So, falls euch jetzt zu dunkel ist, das Suli hat gesagt, es sei sehr hell. Eigentlich. Wie sieht das furchtbar dunkel aus hier auf dem... Lass sowas kommen. Der Suli, der will mich doch eh nur verarschen. So. Ist ein bisschen heller. So, wir laufen einfach hier am Rand entlang, dann finden wir das nicht eh höchstwahrscheinlich. Wir haben ja keine Karte. Aber es war irgendwo hier links auf der Seite der Insel. Da konnte man über so eine... Was ist das hier? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber... Shit, ich habe keine Pickaxe dabei. Das ist nicht das, was ich gesucht habe, nein. Denn dort war ein Tempel. Das ist einfach nur eine andere Insel, auf die man schwimmen kann. Das war mir ehrlich gesagt auch nicht klar, aber zumindest haben wir hier nochmal ein paar Fässer gefunden. Das sind ein paar Buddeln oder zumindest eine. Was ist das wie Treibgut hier? Ich wette, wenn wir zu weit weg schwimmen, glattet es ein Hai an oder sowas. Ach. Was ist das denn hier? Okay. Ja, ich meine, wir waren zwar nicht deswegen hier, aber gefunden haben wir trotzdem was. Es war wieder zurück. Also es war hier irgendwo auf der Seite. Oh, warte, das hier. War das das hier? Muss ich das erstmal hochhüpfen? Das wird ja bestimmt äußerst hervorragend. Ist hier etwas? Was seid ihr? Was seid ihr denn hier? Seid ihr Dendalions oder wie die Dinger heißen? Nee, das sind die normal, aber wir können die trotzdem mal mitnehmen. Ich muss schon mal die Mühe machen, hier hochzuhüpfen. Ich glaube, das ist hier, glaube ich, der Übergang. Ist das? Ist das nicht? Wir werden es auf jeden Fall erkennen, weil da bösartige Viecher auf der Insel waren. Wo ist das denn? Hier? Nein? Gott, wo zur Hölle bin ich hier überhaupt? Hier. Was ist denn hier? Sind sie? Ja, das ist es, das ist es. Oder? Ich bin auf Entfernung hier, du. Du Eumel, du. Der Sandstein, Alter. Also Altar, nicht Alter. Ist nett, oder? Sind wir erstmal die Kleinen weg. Bloß er kommt gleich. Oh oh. Bleib weg! Ah. Nein! Viel Schaden machen wir damit nicht, ne? Aber. So, glaube ich, hat irgendeinen extra Angriff dafür. Das hat uns eine ganze Menge Mühe gekostet, aber guck mal, ne? Das ist die Belohnung. Das ist noch eine Kiste. Das ist noch ein Viech.
Ich habe das entdeckt, als ich auf der Suche nach diesen ganzen Fässern war. Das ist aber eine richtige Kiste. Deswegen, ich habe mir dann aber gedacht, na, lässt du dir mal dieses Ding hier für den Stream, wollte ich schon sagen, ne, aber für das Video. Das ist noch eine Kiste. Ich frage mich, wie weit sie diese Welt hier erweitern wollen, ne? Weil es ist ja durchaus absolut denkbar. Ja, dass man hier zum Beispiel auch, ne, ganz mit Boot noch vielleicht rumfahren könnte irgendwann, ne? Ja, wenn wir perfekt treffen, hat er, glaube ich, keine Chance, an uns ranzukommen. Provisorischer Zusatzschläger noch getätigt. Okay, schon 29. Ja, und was ist mit diesen ganzen Ohren, das ein Zeug auf sich hat, ne? Da muss ja irgendwas dahinter stecken noch, ne? Geheimnisse. Hat sich doch gelohnt. Was die Mengen Gold hier rausgeholt. Das ist Lehm. Okay. Wir haben auf jeden Fall genug, um was freizuschalten. Ich denke, für die Sachen fürs Anbauen von Wein reicht auf jeden Fall. Ein paar Grapes haben wir ja. Das heißt, wir werden vermutlich jetzt, naja, wir werden die Nacht nicht wirklich nutzen. Wir werden schlafen gehen. So, also wir können eigentlich hier kommen. Schon mal da sind so ein paar alte Bäume hier fällen. Holz werden wir eh brauchen ohne Ende. Das ganze Gras hier. Keine Gnade für Gras. Na, da ist wieder die übliche Musik mal. So, Falle, du Baum. Du wirst dich meiner Axt nicht erwehren können. Ah, nein! So. Auch deine Bienen werden mich nicht vertreiben. Naja, sie haben mich schon vertrieben, aber nur temporär. Nur temporär. So, der Baum ist nämlich noch größer. Ja, und das Graszeug werden wir auch wieder brauchen fürs Zusammenbinden von Zeug. Müssen wir aber, also das geht ja mit dem, ouch, den haben wir uns auf den Kopf fallen lassen. Mit dem Skyve geht das ja um einiges schneller, das Gras sammeln. Deswegen werden wir das wahrscheinlich damit machen. Das ist nicht die Hütte, die ich suche. Wir sind aber gleich hier auf der anderen Seite. Genau, hier. Also gut. Der Nachteil vom Schild ist natürlich, dass man keine Fackel in der Hand halten kann. Ist euch vielleicht aufgefallen. So, liebes Bett, ich möchte schlafen. Und speichern. So, und hier, diese neuesten Errungenschaften. 25, aber das lohnt sich. Wenn ich mir gießen müssen. Jetzt mal wieder alles verbraucht, was wir hatten. So, und das sind jetzt die neuen Werkzeuge, die wir machen könnten, potenziell. Okay, Stahl ist einfach nur mit Rosen. Ha. Crescent Torch, wollen wir Crescent Style Torch, Large, Lightweight and Handheld. Ja, was ich ja haben möchte, ist ja so eine Laterne, ne? Waffentechnisch, ne? Ja, alles halt in besser. Da wird überall Rosen mit reingemischt, dann sind die Stäbe ein bisschen länger. Painful Pike, ja. Brutal Blade. Geil. Okay. Und dann. Ist ja schon wieder irgendwas gewachsen. Diese ganze Kürbismeute hier. Gib mir mal. Ja, ihr merkt schon, ne? Dieses, diese Toolkiste. Das ist schon ganz geil, wenn die auch draußen ist. Ja, statt dem Schild mal. Das mal statt der Bären. So, nee, nicht gegen die Tür laufen. So, hier. Da müssen wir natürlich jetzt wieder massiv aufpassen, ja, weil. So, die werden wir hier händisch rauspicken. So, dann mach mal hier das voll. Die Beeren wachsen halt echt mit Abstand am schnellsten, deswegen. Bleiben wir auch dabei, dass wir immer wieder trotzdem noch Beeren mitnehmen. Auch Wassermelonen sind jetzt auch mal fertig.
Mehr davon. So, jetzt aber. Also, zum einen brauchen wir natürlich so einen Wasserturm. Ich hoffe, man sieht da so ein bisschen einen. Holy shit. Oh Mann. Okay, ja. Ich schätze, der Wasserturm wird warten müssen. Ja, das war klar. Wir brauchen Gras. Das geht schon sehr viel angenehmer. Ultra schnell. Wenn man den Grasbüschel findet. Hier. Unser Strand ist voll mit dem Zeug. Diese Idylle hier. Ich bin ja normalerweise bin ich ja eher der Fan von Hütte bauen irgendwo schon auf einer Insel, aber nicht in. Ja, wobei eigentlich ist es schon so. Hier sieht es halt nur so krass. Es sieht halt so tropisch aus, weil das Wasser so furchtbar sauber ist, ne? Aber vom Wald her und so ist das schon so die richtige Gegend eigentlich. So Kiefernwälder und so ein Spaß. Was bist du eigentlich? Bist du ein. Du bist kein Fass. Ach, du bist nur ein Baumstumpf. Ja, ein ehemaliger Baum. So, da wir ja vermutlich planen. Ich weiß natürlich nicht, wie groß der Wasserturm ist potenziell. Den hier irgendwie hinzustellen. Nochmal hier das Ganze hier leer. Ich habe eine Idee, wir könnten die Weingeschichte einfach hier so Richtung Haus hinstellen. So. Ein bisschen Unkraut jäten hier in der Gegend. Ja, diese Steine, die hier sind, die sind natürlich ein bisschen im Weg. Jetzt brauchen wir auch nochmal die Spitzhacke, um den Stein mal da wegzuhauen. Dich. So. Naja, alle in der Position hier. Unser großartiges Fundament hier. Ist es nicht großartig? Ich hoffe mal, dass die. Eigentlich wäre es ja beim Wein schon so, dass sie ja die Sonne durchaus brauchen, aber weil hier ja Schatten ist. Ich denke nicht, dass das krass Spiel so krass ist, dass es das so modelt. Oh. Ich muss das an Fundamente ranbauen. Interessant. Doesn't require watering. Ich kann es aber nicht an die Wand machen. Ich kann es aufs Dach machen. Ich überlege. Ich meine. Mal hier ein bisschen weiter weg. Könnten die halt quasi hier oben drauf packen? Die Frage ist, wie wir dann da hochkommen. Ein Fundament einfach hier am Boden wäre nicht die andere Lösung. Ich will es aber schon genau hier haben. Wenn ich snappe, bleibt es aber da oben leider, offensichtlich. Ja, was wir machen es trotzdem hier hin so. Mach das erstmal so und zeig mir mal, wie viel wir da jetzt mal hinbekommen. Genau, hier. So genau an der Wand. So, jetzt sag mal, wie viel da dran geht. Wie geht das überhaupt hier? Ja, Passion Fruits und Grapes. Ja, ist das immer nur eine? Oh, wow. Okay, das heißt, wir brauchen eine Menge davon. Plant last. Hier. Okay. Ja, ich meine. Machen wir weiter. Ein paar mehr. So, so. Müssen noch schauen, dass wir das hier ein bisschen schön machen dann gleich. Mein Holz ist an sich ja schon mal ganz nett. So ist es ja nicht. Was haben wir nicht? Wir haben kein Gras mehr, ne? Ja. Okay. Trotzdem werden wir dich mal ganz kurz einpflanzen. Hier, nimm mal auch nochmal eine Passion Fruit hier. Schön durcheinander, damit es bloß nicht irgendwie symmetrisch oder gut aussieht. Nein, nein.
Das machen wir hier nicht. So. Ja, geizig, ne? Dass sie die Bären auch noch mitnehmen. Wir sie nicht mal brauchen, aber hier sind so ein paar ergiebige Büsche. Ein paar meine ich natürlich genau einen. Der hält auch mehr aus als alles andere hier. Oh. Stirb, Gras. Hier ist eine richtige Menge. Oh ja. So, da ist auch noch ein bisschen was. Howdy ho, ja, und ich hänge bleiben an dem alten Baum hier. Noch ein bisschen mehr. Hier ist ein reichhaltiges Vergnügen. Ja. 37, komm, mach die 40 voll. Das ist doch bestimmt eine. Da kommen tatsächlich nur Bären raus. Das war ein Betrug. Ja. Man kann, also ich hab's gesehen, das ist halt der Schlag nach vorne, wenn man sich halt so dreht, ne, dann kriegt man auch alles mit dem Kreis. Man kann das also schon ein bisschen mit Skill auch ausbauen, hier den Yield, also das ist schon, schon geil, ne? Also, ja. Ja, einfach immer das Wort geil immer im falschen Zusammenhang benutzen, das ist einfach nur ein Muss. Okay, wieder beides. Ach, das war ja so klar. Okay. Einmal noch. Wir wollen nicht alles hier abholzen, aber du bist doch also absolut im Weg hier. Vor allem haben wir den Baum vor gar nicht so allzu langer Zeit hier weggemacht, ne? Da wächst das Ding einfach wieder nach. Das ist ja furchtbar. Biomasse ist nicht degenerativ. Was? Entschuldigung. Ja, ich habe nichts gesagt. So. Okay. Hervorragend. Wir müssen hier noch alles dann pflastern mit Stein. Hier Passionfruit und mehr Wein. Ich glaube, ob wir auch Wein machen können oder ob wir nur die Grapes quasi so mitnehmen. Ja, das sieht halt jetzt echt, sag ich mal. Ah, es könnte schöner sein, ja. Ein bisschen könnte es schöner sein. Wir brauchen jetzt aber auch noch Steine, damit wir. Vielleicht gar nicht, wenn wir hier so einen Steinboden rauspacken, so der hier in Richtung geht. Könnte man den auch darüber noch führen. Dass das hier so ein bisschen nach Zivilisation aussieht, aber nicht zu viel. Ich würde es eigentlich ganz gut finden, wenn so ein bisschen das Gras sogar rausschaut. Ne? Also würde das so drüber wachsen, ne? Ist ja schon wieder zu offen, ne, heute, ich weiß. Es tut mir sehr leid. Diese Sprechangewohnheit ist, ja. Neben all den anderen Sprechangewohnheiten, die ich so habe, eine natürlich meiner stärksten. Ja, eine bessere Spitzhacke wäre schon auch nice. Nicht runterfallen. Und eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir ja auch mal wieder in den Keller. So, wir haben auch fast keinen Clay mehr. Dann nehmen wir uns mal ein bisschen was mit. Schön. Klappt die Nuggets da raus. Aus dem Lehm. Ja. Das macht absolut Sinn. Ich habe die ganze Zeit gedacht am Anfang, dass man diese Seedosen auch ernten kann. Das dann 50.000 Mal versucht, aber blieb nicht erfolgreich, leider. Ah, ja. So ungewohnt, dass man damit nicht normal zuschlagen kann, sondern immer nur diese Spezialschläge nutzen muss. Hui. Da ist noch ein Stein. Ich jetzt beinahe übersehen. Wir brauchen ja für die Steinfundamente. Ach, vielleicht machen wir. Ja, wobei ich glaube, so ein Pagoda-Boden, der wird schon komisch aussehen da hinten. Der Witz ist, ich glaube, wir können nur Waffen kaufen drüben in der Stadt. Keine Werkzeuge. Oh. Yes, yes. Suchen wir dicke Graspatches. Oh ja, genauso. Ah. Stirb das. Und das. Ist alles Übung, ja. So, echte Feinde. Wenn wir diese drei Teile hier leer machen, dann sind wir
denke ich mal, genug ausgestattet mit Ressourcen, um unser kleines Heim noch etwas zu verschönern. Zumindest die Außendeko. Ja, und dann müssten wir tatsächlich, ja, wenn es denn dann die nächste Folge irgendwann gibt, runter in die Dungeons. So, danke. Ich bedanke mich bei dir, Stein. Das war sehr großzügig. Oh, ja, ich kann da nicht resisten, leider hier. Das ist zu viel. Okay. Ich denke, dass wir dann definitiv genug haben für 2, 3 Steinfundamente, hoffentlich. Oh, da war noch ein... Okay. So, dann hier nochmal einer. Was habe ich davon, dass ich das ganze Leben verkauft habe? Achso, ich bin gleich wieder... ich vergesse immer zu essen in dem Spiel, weil es ja keine Warnungen gibt, weil man ja nicht wirklich verhungert, ne? Hier. Und die guten Bären reinpfeifen. So. Jetzt gehen wir mal zurück nach Hause. Der Weg ist ja bekanntlich nicht weit. Wir haben so 50 von jedem, glaube ich, ne? 105, also ein bisschen mehr sogar. Ist uns das Holz noch Mangelware? Ich weiß aber nicht, ob wir das überhaupt brauchen für die Fundamente. Es braucht kein Watering. Nimm mal, warst du vorher auch schon da? Ja, jetzt können wir da drum herum bauen. Ich hätte gerne ein Stone-Fundament. Ich schätze, die Antwort lautet nein. Ich glaube, wir müssen unser Zeug auch gießen. Oh nein. Das ist jetzt nicht die Art Deko, die ich eigentlich haben wollte. So, nimm das mal ganz kurz hier mit und dann gießen wir schnell, dann schlafen wir nochmal drüber. Also. Zwei oder drei Ladungen. Es waren zwei. Naja, aber es ist ja schön, dass man dann später sogar das automatisieren kann mit dem Wasserturm. Das ist natürlich alles einplanen direkt. Ja. Das muss... Oh. Plopp hat's gemacht. Kurz mal die ganzen Blumen hier mit. Ja, und definitiv Rosen, würde ich sagen. Wir haben ja gesehen, Rosen sind ja hier der Schlüssel. Die andere 4. So, mehr Wassermelonen. Big and juicy. Gut. Hier noch ein paar Berries. Nachschub. Also gut. Weggebaut haben wir es ja. Warte mal, wie sieht denn... Das da gar nicht hin? Ist das wegen dieser komischen Steine hier? Krieg ich da aber nicht weggekloppt, ne? Oder liegt das hier an dem Brunnen? Das könnte ja auch sein. Lass mal eintunken. So Pagoda definitiv nicht. Das sieht natürlich schon sehr edel aus. Ging das da überhaupt nicht hin? Liegt das an dir? Es könnte auch sein, dass es an dir liegt, ha? Ja, ja. Ich meine, wir brauchen natürlich trotzdem eine Treppe hier runter. Wir könnten das sogar echt so machen, ha? Ah, sieht super edel aus. Oh, wow. Das geht sogar. Halt. Oh no.
mal, so eine kleine Treppe könnte man auch machen. So. Ist jetzt natürlich trotzdem nicht ideal in unserem Fall hier, weil fast nicht wirklich. So, dann machen wir hier so eine Steintreppe. Wieso geht die denn nicht? Wieso geht aus wie die Steintreppe nicht? Wieso? Weil ein Fundament drunter ist oder was? Das ist echt so, ne? Muss ich das jetzt echt so machen? Vermutlich schon. Quasi hier so oder was? Aber das sieht doch komisch aus. Ich meine, das ist die Alternative, aber das lässt er mich auch doch, wenn ich es so mache. Ich müsste das halt eigentlich in die Mitte packen, aber. So. Ich müsste dich daneben packen. Wieso geht das nicht? Weil. Stein. Oh. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, wir haben natürlich hier verschiedene Ansatzpunkte. Ich meine, das geht schon, ja. Geht schon. Aber wir haben natürlich wieder Nummer 1 gemacht hier beim Bauen, dass wir nicht alles an einem hingebaut haben. Müsste eigentlich das ganze Haus jetzt abreißen, wa? Das ist genau das, was wir tun sollten. Ich komme gerade auch nicht in den Baumodus. So, hier nur mal das wieder weg. Kurz recyceln. Ja, das ist das Problem. Ich will diesen Weg hier, den will ich eigentlich da dran bauen und nicht an dieses Zeug. Das Spiel ist aber, glaube ich, zumindest so großzügig, dass es uns hier nicht bestraft dafür, dass wir das jetzt abgebaut haben. So. So. Also das muss doch gehen, ne? Das muss doch gehen. Okay, geh mal raus aus diesem Bereich hier. Wieso geht das denn nicht? Soll ich da jetzt eine Steinsache draus machen? So ein Ding hier? Ornate? Nee, er will. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die hier zu nah dran sind. Aber die sind doch eigentlich perfekt. Nicht abbauen. Ich meine, wir könnten natürlich auch einfach unser Haus hier oben so weit umbauen, dass wir hier in die Richtung einfach rausgehen. Hätten wir das Problem gar nicht. Ich sage mal diese völlig unnötigen Sachen hier. So. Ja, dich, dann bleiben wir mal dabei. Weil das ja eigentlich ganz schön aussieht. Und dann hier und da. So, und jetzt eigentlich ja quasi nach unten. Ja, das muss halt alles auf einem Fundament stehen. Ich komme dabei nicht gescheit runter. Shit. Oh nein. Und wieso ist hier jetzt ein Baum? Kommt der schon wieder? So, recycle mal diesen Brunnen hier. Siehst du, das meine ich nämlich, ne? Ich krieg das an das Ding nicht rangesnappt. Was super, super doof ist. Vielleicht mache ich es auch einfach irgendwie falsch. Das kann gut sein. Was ich eigentlich bräuchte, ist hier einfach eine. Diese Sache, die einfach hier unten ist. Dass es halt passt, ne? Mach mal hier so ein Ding. Das ist hier nach oben, ja. Das eigentlich auch. Ich hätte vielleicht mit dem Fundament auf dem Boden anfangen sollen. Das ist, klingt jetzt komisch, aber ich glaube, das ist die Lösung unseres Problems hier eigentlich. Ja. Weil so kriege ich das hier, glaube ich, echt nur. Ja. Na gut.
Tja, jetzt haben wir hier eine dicke Baustelle. So, mal den Brunnen hier. Hier. So. Dieses Holzding da nicht runterholen, danke. So. Vielleicht bräuchten wir ja auch mehrere Stockwerke, wenn wir ganz ehrlich sind. Stone Building. Ja, die kann ich gar nicht auch aus Stein machen, ne? Oh Mann. Das könnte alles so unglaublich gut aussehen. So. Ja. Ich schätze, wir schlafen mal bei offener Tür, aber es gibt auch keine wilden Tiere hier. Ist also alles easy. Ja, ich sage, dass es das mal gewesen sein soll für die Folge. Ich meine, ein bisschen ausgebaut haben wir, ja. Wir haben viel erforscht. Wir haben unsere Weinreben, unsere Passion Fruits hier am Hängen, die wir bekanntlich nicht gießen müssen. Bin ich mir sehr gespannt. Ja, und wir haben jetzt ein halbes erweitertes Haus. Und wir haben hier so ein lustiges Balkon-Terrassending mit einer Karte, die bestimmt nicht nass wird, weil es hier nicht regnet. Es ist viel zu schön hier, dass es regnet. Ich glaube, es regnet wirklich nie, ne? Da war es schon wieder das, ne? Ja, es wird höchste Zeit aufzuhören. Also, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Thorn.